Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video konstante L-Value-Referenzen anschauen. Und dazu mache ich einfach mal ein kleines Beispiel. Wir haben ja im letzten Video hier uns nochmal angeschaut, wie wir mit Referenzen umgehen können und im vorherigen Video auch, wie wir sie bei Funktionsaufrufen einsetzen können. Wir haben hier eben den Fall, dass wir hier eine int-Referenz erwarten bei dieser Funktion hier oben. Und wir können jetzt eben hier mal versuchen, das direkt mit einem Literal aufzurufen. Und wir sehen hier schon, genau das gibt jetzt ein Problem. Der Punkt ist eben, wir geben hier direkt ein Literal an. Und wir haben ja schon jetzt sehr oft erwähnt, dass mit Referenzen natürlich auch Call by Reference genutzt wird. Und genau das geht hier jetzt eben nicht mehr. Und die Frage ist natürlich, warum kann ich hier jetzt nicht einfach die 5 übergeben? Nun, der Punkt ist ganz einfach. Wenn es sich hier um eine Referenz handelt, dann heißt das natürlich auch, dass ich den dahinterliegenden Speicherbereich komplett manipulieren kann. Ja? Also ich kann hier eben beispielsweise rein theoretisch, wenn man es jetzt bis zu Ende denkt, hier diese 5, was ein Literal ist, also was ein hartcodierter Wert im Codebereich des Prozesses ist, diesen könnte ich angeblich um 5 erhöhen. Und jetzt merkt man eben langsam schon, okay, das kann nicht Sinn der Sache sein. Und wir haben hier eben das Problem, dass wir diese 5 als Integerwert nicht in einem manipulierbaren Speicherbereich haben, wie zum Beispiel einer Variable. Das heißt, wenn ich hier eben eine Int-Variable erstelle, und diesen dann dafür eben hier einsetze, dann geht das Ganze natürlich wieder, weil ich dadurch eben tatsächlich einen Speicherbereich habe. Da steht jetzt zwar mittlerweile die 5 drin, aber diesen können wir eben letztendlich manipulieren, was eben beim Literal an sich nicht gegeben ist. Ja, dann ist die Frage, gibt es trotzdem eine Möglichkeit, dass ich eben Literalen direkt zu Referenzen zuweisen kann? Und die Antwort ist, ja, das geht. Ich kann dieses Literal hier oben mit konstant kennzeichnen. Und was wir dann bekommen, ist letztendlich nichts anderes als ein constant int star const. Wie ich schon in vorherigen Videos erwähnt habe, L-Value-Referenzen sind nichts anderes als Pointer. Ich habe mir auch die Disassembly angeschaut, um mir sicher zu sein, die werden tatsächlich als Pointer umgesetzt. Und wenn wir eben jetzt diesen Typ hier oben, diese Referenz als konstant kennzeichnen, dann ist das nichts anderes, als wenn wir eben einen Pointer bauen würden, dessen Speicherbereich, der dahinterliegende, nicht verändert werden kann. Und das sehen wir dann hier oben natürlich auch. Das heißt, wir haben hier eben wiederum nicht die Möglichkeit, dass wir hier den dahinterliegenden Speicherbereich tatsächlich mit dieser Anweisung hier verändern. Genau da schmeißt uns dann der Compiler eben einen Fehler. Das heißt, durch den Einsatz von diesem Schlüsselwort constant bei Referenzen können wir eben sicher gehen, dass wir auch eben Speicherbereiche, die nicht manipulierbar sind, wie eben diese hardcodierten Werte, tatsächlich hier übergeben können. Das nur nochmal zum Hinweis, und wir sind eigentlich damit auch schon am Ende für dieses Video. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald.